Schönen guten Nachmittag. Ich habe bei mir heute hier den Herrn Michael Brenner, den Geschäftsführer von Jungblut Nutzfahrzeuge Vertriebs GmbH. Herzlich willkommen bei uns hier zum Goodyear 4 ITC-Rennen auf dem Nürburgring. Als Händler haben Sie natürlich auch verschiedene alternativ angetriebene LKWs im Angebot, wie zum Beispiel den Volvo FE Electric, den wir hier hinter uns sehen. Wie hat sich die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Nutzfahrzeugen in den letzten Jahren entwickelt? In der Tat stellen wir eine steigende Nachfrage fest in den 2 Jahren und wir stellen auch fest, dass sich die Unternehmen und die Unternehmer ihrer Verantwortung immer mehr bewusst werden und auch die ökonomischen Folgen ihres Handelns, wenn sie jetzt nicht handeln. Es ist ja so, dass die Entwicklung von alternativ angetriebenen Fahrzeugen in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen ist. Man sieht aber noch nicht ganz so viele auf der Straße. Wo denken Sie, sind die größten Barrieren, warum Unternehmen diese neuen Technologien noch nicht so ganz annehmen? Zum einen ist es sicherlich das fehlende Wissen darüber, was wir aktuell schon an Lösungsmöglichkeiten haben oder an Transportlösungen anbieten. Zum anderen ist es auch die fehlende Ladeinfrastruktur. Und auch der fehlende Glaube daran, dass sich hier kurzfristig was ändert. Ganz klar, und so ehrlich müssen wir auch sein, die Leitungskapazitäten fehlen. Und ich denke, ein Stück weit ist auch die Unsicherheit bei den Unternehmern da. Welche Technologie wird sich denn künftig durchsetzen und welche Technologie ist denn für den eigenen Einsatz die richtige? Volvo hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie an der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen arbeiten. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Mobilität von morgen aus und welche Antriebsform, denken Sie, wird sich langfristig durchsetzen? Ich denke, wir fahren nach wie vor zweigleisig. Zweigleisig heißt, auf der einen Seite haben wir sicherlich noch länger oder lange die Verbrennungsmotoren, die sicherlich noch effizienter werden können und auch müssen, dass sie wirtschaftlich sind. Und andererseits werden immer mehr alternative Antriebe und Kraftstoffe kommen und nach den Verbrennungsmotor verdrängen. Im regionalen Bereich, im städtischen Bereich, im Abfallentsorgungsbereich sehen wir Reichweite maximal 500 Kilometer, die Elektrotechnik oder den Elektroantrieb und sind davon überzeugt. Im Fernverkehr und das, was Sie gerade angesprochen haben, größere Laufleistung, höhere Gewichte, kann das Wasserstofffahrzeug durchaus Vorteile bringen. Aber wir haben ja auch die LNG, die Gasfahrzeuge, auch die werden bis auf Weiteres natürlich sinnvoll sein. Zumal wir heute die Möglichkeit schon haben, auf Bio-LNG umzusteigen und somit schon heute auch hier kurzfristig CO2-Einsparungen zu haben.